Ja, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Alemannia gegen Fortuna Köln. Bei mir beide Trainer, Uwe Koschinat für die Kölner Fortuna, Christian Benbenek für die Alemannia, und übergebe an Uwe Koschinat. Ja, was soll ich hier irgendwelche Märchen erzählen? Ich glaube, jeder im Stadion hat gesehen, dass es heute ein äußerst glücklicher Sieg war. Ein Sieg, den ich im besten Fall mit einer ganz, ganz großen Moral, mit einer großen Hingabe letztendlich irgendwo begründen kann, aber ganz sicher nicht mit der fußballerischen Anlage. Alemannia Aachen hat uns so ab der 10. Minute doch sehr, sehr stark in der Defensive gebunden. Wir haben es selten geschafft, in unser Positionsspiel zu kommen und dann tatsächlich auch strukturierte Angriffe vorzutragen. Was mir vor allen Dingen missfallen hat, dass wir in der ersten Halbzeit, obwohl wir relativ klar wussten, wie die Spielstruktur ist, dass wir sehr, sehr vielen Pässen hinterhergelaufen sind, dass wir keinen wirklichen Zugriff gefunden haben. Das hat am Ende wahrscheinlich etwas damit zu tun, dass jeder Spieler derzeit doch sehr, sehr stark mit sich selbst beschäftigt ist, dass in der Anfangsphase dieser Druckphase mit Sicherheit auch das Vertrauen zum Nebenmann noch nicht so ausgeprägt ist, dass jeder irgendwo auf sich schaut und seine persönlichen Fehler minimieren will. Wir haben auch im Übergangsspiel sehr, sehr viele unerklärliche Ballverluste gehabt, noch nicht mal, weil Alemannia Aachen extrem gut nachgepresst hat, sondern weil wir tatsächlich unergründlich in der Vorwärtsbewegung irgendwo hektisch geworden sind. Ich glaube, am Ende ein Stück weit Zeichen unserer derzeitigen Situation. Wir suchen nach einer gefestigten Spielweise, und das hat man im Spiel schon gemerkt. Auf der anderen Seite sind wir dann sehr, sehr glücklich durch Ozan Yilmaz quasi mit dem Pausenpfiff in Führung gegangen. Aber vielleicht ist das ein Stück weit auch Sinnbild des heutigen Tages, dass wir heute tatsächlich auch mal den Bock umgestoßen haben, dass ein Spieler, dessen Karriereende eigentlich schon irgendwo besiegelt war, der heute ins kalte Wasser geworfen wurde nach 20 Minuten, dass der letztendlich uns auf den Weg bringt. Ein Spieler, der, glaube ich, wie kaum ein anderer für den Weg der Fortuna steht, von ganz, ganz unten irgendwo nach oben. Und ja, das ist vielleicht ein Stück weit bezeichnend, was mich sehr freut. Natürlich mit der 1-0-Führung war die große Solidarität auf dem Platz. Die Mannschaft hat sich permanent unterstützt, hat auch sehr, sehr schwierige Phasen überstanden. Den Boss war heute endlich mal ein Faktor für uns. Er konnte heute endlich mal in entscheidenden Phasen Bälle halten und nicht, wenn es im Grunde genommen das Spiel schon entschieden ist. Das freut mich für ihn wahnsinnig, weil er eine tolle Entwicklung in den letzten Wochen, in diesen schwierigen Wochen gemacht hat. Und in Summe nochmal ein glücklicher Sieg. Aber ich hoffe sehr, dass wir Kraft daraus schöpfen, dass wir Mut daraus schöpfen, denn am Ende ist es natürlich so, dass unser primäres Ziel der Klassenerhalt in der dritten Liga ist. Da sind wir immer noch Letzter, und da werden wir Letzter bleiben, wenn wir jetzt nicht etwas folgen lassen am Ergebnis. Vielen Dank, Uwe Koschinat. Christian Benbenek. Ja, also ich könnte vieles von unserer Seite genauso erzählen, nur dass wir am Ende gewonnen haben. Die Mannschaft hat ein Riesenspiel heute gemacht, und wir konnten uns am Ende nicht belohnen gegen den höherklassigen Gegner heute. Man sieht das in solcher Situation, das ist immer ein bisschen was fürs Phrasenschwein wahrscheinlich. Wie gesagt, dass wir gegen Pfosten schießen, gegen die Latte schießen, und dann wieder eine Standard irgendwo uns ins Halbfeld, Rückraum zurückfällt, die wir solche Verteidigung und der glücklich in den Knick, denn irgendwo geht aus einer Situation heraus, wo wir das Spiel eigentlich für uns im Griff haben, wo wir in den Zweikämpfen sehr gut sind, alles das umsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Was der Uwe gerade sagt, dass dieses Spiel ihnen Mut für die Zukunft geben soll und Kraft, und dass sie jetzt dann Punkte folgen lassen in der Liga, ich denke, das trifft auf uns noch einmal mehr zu. Ich glaube, wenn du immer so arbeitest und so fightest, als Mannschaft zusammen auftretest, und ich habe es immer gesagt, wenn du defensiv richtig gut im Spiel bist, wenn du gut in der Ordnung bist und deine Zweikämpfe gewinnst, auch gegen den Drittligisten, fast jeden zweiten Ball in der ersten Halbzeit für dich ziehst, dann wirst du auf Strecke dafür belohnt. Ja, und das ist jetzt klar, natürlich müssen wir genau diese Konzentration, genau diesen Teamgeist, genau diese kompakte Geschlossenheit mit in die Liga nehmen, damit wir dann unsere Punkte dort holen. Heute stört mich eigentlich nur das Ergebnis, dass wir Fehler in seinem Spiel machen gegen einen Drittligisten. Das ist mir schon klar, dass dieses Foulspiel vielleicht unnötig war, dass wir die Standard im Rückraum, weil wir einen Touch besser verteidigen können. Das sind dann nochmal Kleinigkeiten. Ich weiß auch, dass wir für den vorletzten Ball, wenn man noch zu ungenau kommt, dass wir auch zu kompliziert manchmal spielen, wenn wir ganz vorne in der Box dann drin sind. Trotzdem war es ein Riesenspiel der Mannschaft, und das lasse ich mir diesmal auch nicht kaputt reden. Ich weiß, dass an dieser Stelle auch gerne mal gesagt wird, oh Mensch, erzählen kann er viel, vielleicht folgen endlich mal Taten. Ich habe keine Fußballschuhe hier an, das ist ein Interview, deswegen kann ich nur erzählen. Aber ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft. Jetzt braucht sich auch keiner Gedanken machen, dass das keine Mannschaft ist.
Ich denke, es hat sich heute eindrucksvoll bewiesen, zu was sie imstande ist. Und es jetzt noch schaffen, dass wir Tore in der Liga erzielen, denke ich, werden wir noch viel Spaß an dieser Mannschaft haben. Dankeschön. Vielen Dank. Fragen an die Trainer? Holger Rechter, bitte. Herr Benedek, man hat ein gutes Spiel gemacht, das haben beide Trainer gesagt. Man lag aber zurück und Sie haben Ihr Wechselkontingent nicht ausgeschöpft. Warum? Das ist einfach, weil wir richtig gut im Spiel waren. Wir waren richtig gut im Spiel. Es gab noch einen Akzent, was die Müller nicht verletzt gewesen wäre. Wir überlegen, okay, bringe ich nochmal den Florian Rutte vielleicht für Offensive mit dazu. Warum etwas aufreißen? Auch, dass wir nachher unseren Turm vorne noch reinschmeißen. Wir wussten vorher, lange Fälle gegen Fortuna ist nicht das Mittel der Wahl, was uns zum Sieg führen wird. Wir wollten beweglich sein, wir wollten vor der Kette aufdrehen. Genau das hat sie in Schwierigkeiten gebracht. Ja, der Flottmann steht dahinter, lässt sich jetzt kaputt, wenn wir nur lange Bälle das ganze Spiel spielen. Jetzt ist die Frage, wechseln wir und bringen mit einem Bruch ins Spiel, wenn wir doch gut im Spiel sind. Ich lasse mir den Vorwurf gerne gefallen. Wir haben so viele Trainer im Stadion, vielleicht hätten die alle fünfmal gewechselt. Ich habe da kein Problem mit, aber wir haben es so gemacht. Ja? Es ist immer, hätte von der Aber so eine Geschichte, wenn Florian Rüther bringt den Ball rein, macht Victor Meyers 1-1 und läuft die Verlängerung, ich habe noch zwei Wechsel, bin ich hier der König. Also das, nein, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht und wie oft ich dann wechsle, das überlässt man am besten mir. Weil am Ende wird auch meine Birne dafür herhalten müssen. Und das mache ich in diesem Spiel sehr, sehr gerne, dass ich dafür gerade stehe, was wir da draußen gemacht haben. Fällt es Ihnen dann eigentlich schwer, in der nächsten Trainingseinheit dann nochmal das Lob zu wiederholen, vielleicht sogar zu wiederholen, was Uwe Koschinat gesagt hat, um die Mannschaft zu motivieren, um sie aufzubauen in Richtung Wegberg B am kommenden Freitag? Oder wäre es mit einem 1-1, mit einer Verlängerung, mit einem Sieg einfacher gewesen? Ich muss die Mannschaft nach dieser Leistung nicht aufbauen. Wir haben gerade nach dem Spiel standen wir zusammen mit allen Spielern gemeinsam im Kreis. Und dann guckst du in die Augen, du siehst, die Jungs sind enttäuscht, weil sie alles gegeben haben und genau das umgesetzt haben, was sie vorher auch den Fans versprochen haben. Wir zerreißen uns heute für unseren Verein und zeigen, dass wir mit Leidenschaft und Herz Fußball spielen, alles geben werden gegen höherklassigen Gegner. Und diese Mannschaft liegt nicht am Boden nach diesem Spiel. Die Mannschaft kann ganz viel Kraft daraus schöpfen, zu wissen, diese Kompaktheit, diese Zweikampfstärke, die bringt uns weiter. Ja? Von außen kann erzählt werden, was will. Diese Mannschaft muss sich aufgebaut werden, die Mannschaft muss genau an der Stelle weitermachen. Weil das ist jetzt richtig gute Arbeit heute gewesen im Spiel. Das war richtig gut. Und dass du nicht gleich dafür belohnt wirst, vielleicht hast du vorher zu viel falsch gemacht, aber wenn du immer so arbeitest, das wird auf Strecke belohnt. Qualität setzt sich am Ende immer durch. Und das war heute bei der Qualität ein wirklich Top-Spiel für uns. Christoph Pauli, bitte. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die Mannschaft heute von Anfang an relativ selbstbewusst unterwegs war? Das fühlte sich, glaube ich, das auch im Spiel gerade von der ersten Minute anders an. Das fühlte sich auch im Stadion anders an. Hängt das damit zusammen, dass die Ausgangslage heute komfortabler war gegen höherklassigen Gegner, oder gibt es da andere Gründe, warum die Mannschaft ist mit Sicherheit so, ich gebe Ihnen vollkommen recht, dass wir vorher wussten, wir spielen gegen Drittligisten, dass die Favoritenrolle da verteilt ist. Das ist gar egal, welchen Lauf jetzt beide Mannschaften vorher hatten, wo wir spielen, vierte Liga gegen dritte Liga. Das hat uns mit Sicherheit mehr geholfen, als wenn wir heute gegen unterklassigen Gegnern gespielt haben, wo jeder gewartet hätte, okay, ihr müsst heute. Trotzdem ist die Art und Weise, das ist so eine Kopfgeschichte. Ja, dass die Jungs sich heute freier gefühlt haben. Trotzdem glaube ich auch daran, was wir, nicht nur am Sonntag, die ganze Woche über war ja die Rede davon, was habt ihr in eurer Aussprache gemacht. Ich hätte immer gesagt, sie war sehr konstruktiv, wir haben eine gute Trainingswoche hingelegt. Und wir haben uns bevor wir heute rausgegangen sind auf dem Platz, haben wir uns was versprochen. Und denke, das hat man gesehen, wir haben gegeben. 90 Minuten oder 120 plus Elfmeterschieben gibt hier jeder alles. Es gibt keine einzige Sekunde, wo es dann gezweifelt wird. Wir zeigen, dass wir diese Mannschaft sind und jeder hilft dabei mit. Und das haben die Jungs heute doch umgesetzt, auch wenn wir zwischendurch Fehler machen. Und wenn wir sehen, okay, hat jetzt vielleicht ein Spieler ein bisschen abgebaut in den 90 Minuten oder mal nicht ganz reingefunden. Aber das Grundgerüst, so wie wir arbeiten, genau an der Stelle, müssen wir weitermachen. Und es ist kein Wunder, dass die Jungs sich so gut gefühlt haben, weil sie auch hervorragend mitgearbeitet haben. Weitere Fragen? Bitte schön. Kannst du was zu Tobi Fink sein? Und warum war der Flo neu nicht mehr da? Wir haben ja ein paar Problemchen jetzt, die sich auch zuspitzen kadertechnisch. Also bei Florian Malisch ist es so, dass er sich gestern leider Gottes krank abmelden musste. Wir haben heute Morgen dann nochmal intensiv miteinander gesprochen. Seine Situation ist keine gute. Er fühlt sich immer noch sehr kribbig und deswegen habe ich entschieden, dass er heute gar kein Faktor wird, um nicht irgendwo den Gesundungsprozess zu verzögern.
Sicher hätte er uns als großgewachsener Spieler mit seiner Erfahrung gut getan, aber am Ende muss man auch die gesundheitliche Situation des Spielers berücksichtigen. Und da ist er in einer ähnlich schlechten Situation jetzt wie Dennis Engelmann, wo sogar seit Dienstag eben schon ausgefallen ist und bis einschließlich Sonntag krankgeschrieben ist. Und der Andi Damani hat sich im Training gleich verletzt. Tobias Fink wird wahrscheinlich eine ähnliche Verletzung haben. Er sagt, er ist weggerutscht bei einem Zweikampf und hat sich wegen der Adduktorenmuskulatur geschossen. Er ist der Meinung, dass es nichts ganz Schwerwiegendes ist, aber es ist mit Sicherheit eine fortlaufende Spieldauer nicht mehr möglich gewesen, wäre, verletzungsfrei quasi durchzukommen, ohne dass da strukturell geschichten. Christoph Pauli, bitte nochmal. Noch eine Frage an den Hartmann-Trainer. Wir haben in der Woche ein bisschen über die Defensive oder die Zentrale gesprochen. Heute haben da Staffel und Profiteur gespielt. Ist das eine Idee, die man jetzt ein bisschen auf Strecke verfolgen will, oder war das heute eine situative Aufstellung? Nein, wir hatten ja vorher auch darüber gesprochen, dass wir im Training auch drei Spieler ausprobiert haben, mit verschiedenen Konstellationen, auch mit Amy in Mai. Klar ist, dass Jérôme Profeta hat vorhin schon an diesem Spiel gemacht, komischerweise als Zehner gegen Wiedenbrück. Er ist gelernter Innenverteidiger und genau das sollte er heute auch in dieses Spiel reinbringen. Es war nicht dafür vorgesehen, dass er die ganz große Spieleröffnung macht, sondern klare Zweikampfführung, Bälle gewinnen. Auch Standards muss man erstmal verteidigen gegen Fortuna Köln. Die Windschutz war Ochsen vorne mit, also braucht man auch die Linie mit dem Spiel drin. Klare Zweikampfführung, einfache Bälle spielen von dieser Position, damit wir stabil vor unserer Viererkette sind. Ich denke, die Beweglichkeit mit den vier davor war soweit gegeben, von daher kann das auch ein Modell auf Strecke sein. Christian, vielleicht sprechen wir uns vorher besser ab und ich wiederum habe geahnt, du springst Propheter und habe deswegen gesagt, jo, auch wenn du Probleme hast, du musst spielen, ich brauche gar nicht kurz auf den Platz. Vielleicht können wir dann am nächsten Mal auf kurzen Dienstweg reden. Bringen wir nächstes Mal die Kleine, ja. Muss ich dann halten. Ja. Weitere Fragen? Nächster Fall, dann Ihnen allen vielen Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Trotzdem, schönes Wochenende und wir alle sehen uns zum Meisterschaftsspiel gegen Wegbergweg am Freitag. Tschüss, vielen Dank.